Von meiner Seite eben nochmal auch einen schönen guten Abend, Hubert Anzenberger, auch vom ITZ, wo der Dieter Krugmeier auch beheimatet ist. Und von mir heute wieder Interessantes zum Fleckvieh. Ich habe jetzt als Vorspann, vielleicht weil ich mir gerade gedacht habe, dass neue Zuhörer dabei sind, ein paar Sachen auch zur Gewichtung beim Fleckvieh, was vielleicht im Anschluss an das vom Carsten Schäper ganz interessant ist. Grundlage bei mir wieder das Gehäft der ökologische Zutat für Fleckvieh, der bei uns im Bazi im ICZ-Bereich zum Downloaden ist. Und da ein paar Sachen noch eben zu Fleckvieh und Braunvieh. Wir haben ja die Einteilung in drei Bullengruppen. Der nachkommengeprüfte Bulle mit hoher Sicherheit, der klassische ÖZW-Bulle. Das tendiert noch aus der Geschichte, wo der Zuchtwert beim Fleckvieh entstanden ist, wo wir nur Bullen verwendet haben mit Töchtern in der dritten Laktation, weil diese Bullen für den ökologischen Betrieb die interessantesten sind. Dann sind danach auch die normalen nachkommengeprüften Bullen dazugekommen und natürlich in der neueren Zeit auch die Jungvererber. Wie gesagt, der klassische Bulle ist heute noch der Bulle, der mindestens 20 Töchter mit mindestens 3 Probebemelkungen nach der dritten Kalbung aufweist. Nur diese Bullen haben faktisch stabile Zuchtwerte im Bereich Persistenz und auch über die Leistungssteigerung erste, zweite, dritte Laktation und natürlich auch alle Fitnesszuchtwerte sind auf stabiler Töchterbasis. Der normale nachkommengeprüfte Bulle bei Fleckvieh und Braunvieh muss im Gesamtzuchtwert 85% Sicherheit vorweisen und mindestens 20 bewertete Töchter im Exterieur. Genomische Jungvererber ganz klar auf genomischer Basis. Wir haben beim Fleckvieh und Braunvieh auch eine noch stärkere Gewichtung der ersten, zweiten, dritten Laktation und haben das Gewicht von der dritten und weiteren Laktationen auf 70% hochgesetzt, eben auch um diese Lebensleistungskuh in den Vordergrund zu stellen, die beim ersten Kalb langsam starten soll, beim zweiten Kalb dann aufbauen und erst ab der dritten Laktation ihre wirkliche Potenz zeigt. Für diesen Bereich eben bei Fleckvieh der Zuchtwert Persistenz und auch ein Zuchtwert Leistungssteigerung. Leistungssteigerung bedeutet, wie die Kuh vom ersten auf die zweite, auf die dritte Laktation sich steigert. Dieser Zuchtwert ist in der konventionellen Zuchtwertschätzung nicht berücksichtigt, wurde speziell vom Dieter Krugmeier für den Ökobereich geschaffen sozusagen, hat aber auch bei den konventionellen Landwirten inzwischen einen sehr hohen Stellenwert und wird auch auf den Internetseiten veröffentlicht und auch von den Landwirten sehr gerne betrachtet. Im Teilzuchtwert Kalbung und Fruchtbarkeit im Ökozuchtwert, die hohe Gewichtung auf die Fruchtbarkeit der Kühe. Fleckvieh ist ja als Zweinutzungsrasse durchaus noch in dem Bereich, dass schon das Ziel ist, dass die Kuh jedes Jahr einen Kalb bekommt, weil halt einfach die Kälberqualität auch noch bezahlt wird. Hohe Gewichtung auch für den maternalen Kalbverlauf, damit die Kälber leicht auf die Welt kommen, aber auch das Kalb selbst, also die Kalbeverlauf paternal, des Bullen selbst und die Vitalität des Kalbes wird da auch sehr stark mit berücksichtigt, damit die Kälberaufzucht harmonisch abläuft sozusagen. Im ökologischen Gesamtzuchtwert, ähnlich wie jetzt auch bei den Holsteins, die Verschiebung noch mehr in Richtung Konstitution und Fitness und der Leistungsbereich wird etwas runtergenommen auf 35% Leistung, 65% Konstitution und Gesundheit. Für diese Veröffentlichung, habe ich letztes Mal auch schon vorgezeigt, werden über die Bullen hinweg für diese Teilzuchtwerte aber überall Mindestwerte hinterlegt, um einfach das zu gewährleisten, dass der Landwirt, der diese Gehäfte durchschaut, er soll grundsätzlich Allround-Vererber finden. In den konventionellen Listen kann sein, dass der Top-Bulle ein Super-Bulle im Gesamtzuchtwert ist, aber mit Melkbarkeit 85. Der nächste ist ein Super-Bulle und hat dann in der Altervererbung 92. Wir wollen hier Bullen in den Vordergrund stellen, die wirklich auch auf der breiten Fläche der vorhandenen Zuchtwerte dem Landwirt Vorteile bringen. Aus der aktuellen Liste jetzt wieder kurz die besten Vererber im Fleckviehbereich. Das ist die Liste der klassischen ÖZW-Bullen, die hier den Mindestanforderungen entsprechen. Leichte Verschiebung gegeben. Da ist ein österreichischer Bulle von der Station Genostar, Niederösterreich, Steiermark, auf Platz 1 vorgekommen. Windspiel von Neustadt an der Aisch ist auch neu. World Cup, Villeroy sind dann schon wieder bekannte Typen. Auch der bekannte Wobbler nach wie vor dabei.
Bei den nachkommengeprüften Bullen, der Woiwode, den ich letztes Mal vorgestellt habe, nach wie vor ungeschlagen auf Platz 1, weit nach vorne gekommen, der Stier verzaubert von der BVN. Hollister, Valigator, Mayo ist ein Neuensteiger von der Station CRV. Bei den Jungvererbern ist auch in der konventionellen Liste dieser Heiß von der Station BVN ein heiß begehrter Bulle, ein Hashtag-Sohn mit genialen Werten in allen Teilbereichen. Ich habe mich heute dazu entschieden, dass ich aus der Gruppe der nachkommengeprüften Bulle vom BVN diesen Bullen verzaubert vorstelle. Ein Bulle, der auf Rang 2 liegt, mit einem sehr hohen ÖZW von 134 und hier bereits in dieser Zusammenstellung gut zu sehen, Konstitution und Fundament und Euter seine großen Vorteile. Das ist ein Leistungsblatt, das will ich jetzt noch Teile davon durchgehen. Hier ist eine Abstammung, der Bulle stammt aus der Oberpfalz von einem bekannten Zuchtbetrieb Götz. Er ist ein Villeroy-Sohn, die Mutter ist eine Manigo-Tochter und die Großmutter ist eine Rave-Tochter. Der Bulle vereint sehr bekannte Fleckviehlinien im Hintergrund, gerade Manigo ist auch im ganzen Fleckviehbereich ein sehr bekannter Bulle. Villeroy ist nach wie vor im Besammlungseinsatz und ist gleichzeitig bei den klassischen ÖZW-Bullen auf Rang 4. Also er hat es im Blut sozusagen. Hier sein Leistungsbereich. Er hat mit plus 890 eine ordentliche Milchleistung, 2700 Tageleistung bei 8,7 Herdenniveau, das ist sehr in Ordnung. Er hat in der Fettmenge ein leichtes Minus, kann im Eiweiß aber sehr positiv überzeugen. Seine Vorteile liegen hier im Fitnessbereich mit einem sehr hohen Zuchtwert für Nutzungsdauer 124. Leistungssteigerung ist sehr positiv zu erwarten von der ersten auf die zweite, auf die dritte Kalbung. Erfreulich auch die Befruchtungslage des Bullen selbst mit einer positiven Befruchtung und auch der Fruchtbarkeitswert der Töchter lassen auch sehr fruchtbare Töchter schließen. Der Kalbebereich ist sehr in Ordnung, sowohl paternal als auch maternal, wenig Tierarztgeburten. Und was überaus erfreulich ist, dass bisher von 100 abgekalbten Töchtern sind nur 10 Kühe verkauft worden und von diesen 10 Kühen sind wiederum 6 zur Zucht verkauft worden. Sprich, die Besitzer von diesen Kühen sind offensichtlich überaus zufrieden damit, weil die Kühe im Stall bleiben. Sein Exterieur- und Euterbereich, auch hier wieder hervorragende Zuchtwerte im Bereich Eutergesundheit und Zellzahl. 125 ist ganz hervorragend bei gleichzeitig positiver Melkbarkeit. Sprich, das ist beim Fleck wie immer das, dass man sagt, wir wollen Melkbarkeit, wenn möglich, verbessern, aber unsere gesunden Euter halten. Im Melkverhalten ist er im mittleren Bereich, das passt sehr gut. Im Bereich des Exterieurs spiegelt er die momentan gewünschte Kuh mit im mittleren Rahmen mit leicht positiver Bemuskelung, aber dann eben mit einem sehr korrekten Fundament, das wo etwas weniger Winkel aufweist, aber im Fessel- und Klauentrachtenbereich sehr positiv ist. Und die Eutervererbung ist eigentlich in allen Kriterien im gewünschten Bereich. Wir haben auch beim Fleckvieh mit dem Prinzip zu kurze, zu dünne Striche kämpfen. Der Bulle bringt etwas längere Zitzen, die optimal von der Dicke sind. Wir haben auch beim Fleckvieh zunehmend Tiere, die im hinteren Strichstellungs-Strichplatzierungsbereich zu eng zusammenkommen. Auch hier bei ihm eine ganz korrekte Strichstellungs-Strichplatzierung. Sprich, eigentlich ist dieser Bulle verzaubert, tatsächlich ein zauberhafter Bulle für die Fleckviehzucht, den man einen breiten Einsatz nur wünschen kann, als geprüfter Vererber. Man hat in diesem Geheft ja auch wieder diese Rangierung nach Stärken und Schwächen, wo sie von diesen veröffentlichten Bullen von oben nach unten und hier auch wieder der verzaubert mit seinen Zuchtwerten sehr positiv im oberen Bereich, gerade bei Leistungssteigerung und Nutzungsdauer und auch hier bei Melkbarkeit, Eutergesundheit, Fundament und Euter ist der Bulle überall im sehr positiven Bereich zu finden. Momentan ein gutes Beispiel, um das Ziel gerade im ökologischen Bereich, im ökologisch wirtschaftenden Betrieb von einem Bullen darzustellen. Dann nochmal ein Bulle, auch ein Jungvererber. Das ist jetzt auch wieder ein Beispiel, der ist Rang 9 in der aktuellen Liste. Ich habe ihn auch wieder ausgewählt, gerade unter dem Aspekt, weil er sehr gut im Bereich Konstitution ist. Bulle steht auch beim BVN. Es ist ein Weidwerkssohn,
geht auf Weitblick zurück. Mutter in diesem Falle auch wieder eine Villeroy-Tochter. Der Bulli hat auch wieder im Leistungsbereich das sehr Positive, dass er bei mittlerer Milch, vorgeschätzter Milchleistung von plus 600 positive Eiweißprozente aufweist und ganz hervorragende Zuchtwerte im Teilbereich Fitness und Konstitution mit 135 Konstitution, 124 vorgeschätzte Nutzungsdauer, 129 vorgeschätzte Töchterfruchtbarkeit, sehr gute Zahlen im Kalbebereich paternal und maternal, sehr hohe vorgeschätzte Zuchtwerte im Gesundheitsbereich. Und auch bei ihm ist zu erwarten, dass er überaus positive Exterieurbeschreibung abliefert, mit einem sehr positiven Euter, korrektes Fundament und auch hier wieder die gewünschte mittelrahmige Kuh, die wir uns auch in der gesamten Fleckviehzucht ja in Zukunft wünschen, Rahmen nicht mehr verstärken, sondern den vorhandenen Rahmen halten. Wir haben so bei der Jungkuh im Schnitt 1,45 Meter ausgewachsen, 1,47 Meter, 1,48 Meter. Das wollen wir beim Fleckvieh auch in Zukunft weiterhin halten. Ein kurzer Überblick über das aktuelle Fleckviehgeschehen und damit könnten wir gleich weitergeben an meinen Kollegen Stefan Schweiger.